beseitige die Ork-Patrouille auf dem Bauernhof. Das wird wieder den Ruf bei den Rebellen stärken, weil wir somit gegen die Orks vorgehen. So, ja, ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Okay. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Es gibt nämlich auch Menschen, die auf der Seite der Orks sind. Es geht nicht Menschen gegen Orks, sondern es gibt Orks und Menschen gegen die Rebellen. Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Nein, werden wir nicht. Okay. Warum sollte ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Okay. Ja, ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Okay. Ja, zeig mir deine Ware. Man kann mich in diesem Spiel auch wieder handeln. Zeig mir deine Ware. So. Hier seht ihr jetzt, wofür der Ruf da ist, Leute. Und zwar können wir jetzt mit Hilfe des Rufes... Nee, wir können noch nicht. Hier seht ihr das? Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Ruf bei den Rebellen 20% erforderlich. Wir haben jetzt gerade 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so können wir hier die richtigen guten Rüstungen, Rebellenrüstung, schwere Rebellenrüstung. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. 40%. Und die Paladin-Rüstung, was meiner Meinung nach die beste Rüstung ist. Die kostet auch dementsprechend. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert 60%. Das heißt, wir müssen den Rebellen helfen und sie unterstützen, damit wir uns diese Rüstungen kaufen können. Das ist, ja, mit den beiden Rüstungen nicht du so. Du bist in Ordnung. Genau. Die leichte Rebellenrüstung und die Lederkluft, logischerweise, können wir uns auch so kaufen. Wir werden uns aber die leichte Rebellenrüstung nicht holen. Wir holen uns die Lederkluft, damit wir erstmal unparteiisch bleiben. So, wir können aber erstmal hier ordentlich verkaufen. Rostiger Zweihänder, Schwert, Bogen, Armbrustbolzen, Armbrust, Kroschpach, Kroschwarok, helle Bade, rostige Streitaxt, Sense, Holzfällaxt, kann alles weg. Die Schilde, behalten wir nur das hier, sind sowieso alles die gleichen. Zauberbalken auch. Brauchen wir auch alles. Hier können der Silberpokal weg. Schwarzer Rober kann weg, Schatullen können weg, Würste kann weg, die Kellen können weg. So, kriegen wir schon mal 3510 Gold. Wir können uns jetzt eigentlich schon die Lederkluft kaufen. Ich denke, was machen wir auch. So, holen wir uns die Lederkluft. Die hat nämlich schon mal ordentliche Werte. Machen einen Goldausgleich. Jetzt kriegen wir obendrauf noch 2700 Goldmünzen oder sowas. Und drücken auf Tauschen. Jetzt tauschen wir diese Sachen gegen diese Sachen. Zack. Jetzt haben wir 2790 Goldmünzen, er hat den ganzen Kram und wir haben die Rüstung. So, ich glaube, das Handelssystem finde ich ziemlich gut. Und wir ziehen jetzt einfach mal, hörst du dich auf, am Po zu kratzen da unten. Ja, wir ziehen jetzt mal die Lederrüstung an, ihr seht's. Steck die Waffe weg! Übrigens, das ist auch wieder, man darf die Waffe nicht einfach so ziehen. So, da haben wir die Lederrüstung an, wie ihr seht. Sieht auf jeden Fall schon ordentlich aus und hat auch jetzt wenigstens ein paar Verteidigungswerte. Okay. Hier haben wir Rebell, mit dem können wir nicht reden. Rebell. Ich bin mir sicher, du hast was zu tun. Und Gorn. Okay, da war es das hier oben schon. Würde ich sagen, wir gehen mal runter ins Lager selber. Das befindet sich nämlich hier in dieser Höhle drin. Oh, hier haben wir Dämonenpilze. Nehmen wir mal mit. So. Denn das richtige Lager befindet sich hier. Ja. Sieht heftig aus, ist auch heftig. Schaut euch das hier nur mal an. Oder? Ich find's krass mit den Wurzeln, das sieht richtig gut aus. Okay, hier haben wir zwei Rebellen. Und hier haben wir einen Feuermagier. Sebastian. Was? Ach so, ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ja, wer bist du? Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Alchemist hier in Redok. Okay. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers.
Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Okay. Ja, die Runenmagie ist wirklich zerstört. Interessant. Warum habt ihr Feuermagie, Magier, die Magie verloren? Ja, wissen wir schon, aber wir fragen trotzdem mal. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Okay. Was wirst du nun tun? Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Okay. Ja, erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat. Und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Okay. Ja. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Okay, Feuerkelche? Was ist an den Feuerkelchen so besonders? Was ist an den Feuerkelchen so besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Okay. Neue Quest, finde alle Feuerkelche der Feuermagier. Okay, denn die Magier sitzen hier oben im Kloster in Nordmar. Aber okay. So, wir gehen mal in den Alchemietisch. Denn hier können wir jetzt ordentlich Heiltränke herstellen. 7 Stück. Okay. 7-mal Heiltränke hergestellt. Und zack, wir haben 15 Stück. Und hier gerade ein schöner Soundtrack im Hintergrund. Okay. Rebell. Okay, hier haben wir ein Pult. Hier steht nichts Neues. Okay. Hier haben wir Marlo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Ja, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Okay, was machst du mit dem Kram? Woher kriegst du deine Ware? Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, wählen sie sich dir zu erkennen geben. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Okay. Ja, wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Nee, vielleicht später. Vielleicht später. Brauchen wir nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Weltkarte, Bolzen. Nö. Ja gut, wir nehmen uns mal die Dietriche mit. So. Okay. Weiter geht's. Rebell. Kann dir doch egal. Immer eine Frau, Rebellin. Ich will keinen Ärger haben. Okay. Kriegst du auch nicht. So, und da sind wir hier unten im, ja, Kern des Lagers, so nenn ich es einfach mal. Hier haben wir erstmal ein, ja, sieht aus wie so ein abgesperrter Kreisbereich. Was damit aus sich hat, erfahren wir gleich. Wir haben hier nämlich auch wieder einige Charaktere, mit denen wir reden können. Chopper oder Copper. Rebellen. Noris. Und Javier. Ihr seht das, ihr trägt die Paladinsrobe. Mach hier keinen Ärger, klar? Du bist neu hier, was? In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redok gekommen, aber dein Gesicht kenne ich nicht. Hast du hier das Sagen? Hast du hier das Sagen?
Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Okay. Ja, du trägst die Rüstung eines Paladins. Du trägst die Rüstung eines Paladins. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt Vengard für den König gekämpft. Jetzt bin ich genauso ein Flüchtling wie all die anderen hier. Okay. Ja, erzähl mir mehr über den Krieg. Erzähl mir mehr über den Krieg. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, mein Freund. Als wir Paladine unsere Runenmagie verloren und das magische Erz ausging, waren wir nicht mehr Herr der Lage. Die Orks hatten leichtes Spiel mit uns. Okay. Ja, wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich euch unterstützen? Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Khabdun. Okay. Ja, erklär mir die Sache mit der Revolution. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund. Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Also können wir die Städte von den Orks befreien. Interessant, okay. Ja, wir haben die Orks aus Ardea vertrieben. Wir haben die Orks aus Ardea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Gute Arbeit. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich. Okay, ja, wer ist der Untergrundrebellen Khabdun? Wer ist der Untergrundrebellen Khabdun? Er bewegt sich unter den Sklaven in Khabdun, um nicht erkannt zu werden. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht erwischt. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Dafür kenne ich dich zu wenig. Aber wenn du sein Vertrauen gewinnen kannst, sag ihm, Javier schickt dich, ihn zu unterstützen. Okay, finde den Rebellenuntergrund in Khabdun. Okay, ja, ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht unsere Schmiede leer. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Ja, ich kenne jemanden. Reddock braucht einen neuen Schmied. Wir kriegen erstmal ordentlich Quests, wie ihr seht. Ja, was weißt du über Xardas? Was weißt du über Xardas? Nicht mehr als jeder andere auch. Er ist mit den Orks im Bund, heißt es. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Okay. Norris? Ah, ein neuer Mann. Okay, was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Aha, so. Ja, zeig mir, wie man kämpft. Nee, danke. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Okay. Wie läuft das genau mit der Arena? Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt zwei Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Okay, zeigen wir mal Kämpf, brauchen wir nicht. Ende. Rebell, 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 Rebell. Joey. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Okay. Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Okay. Ist es eine ehemalige Mine? Ist das hier eine ehemalige Mine? Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden. Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Okay, ja, was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Okay, ja, ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen. Ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen.
Das ist Wahnsinn, Mann! Du solltest dich vorher gut vorbereiten! Okay. Ja, willst du mit mir in der Arena kämpfen? Ein Trainingskampf. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Ja, kämpf mit mir in der Arena. Kämpfe mit mir in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf ist. Wir sehen uns in der Arena. Gut. Neue Quest, besiege Joey in der Arena. Machen wir. Jetzt los! Ich hab die Arena nicht verlassen. So, komm her. Ihr seht, dass diese flinken Rechtsklick-Angriffe sind super. Okay. Stärke plus 1, rufen Redock plus 10. Holzschild nehmen wir mit. Ork-Schlechter auch. Joey, Hellebarde, Wasser, Gold. Nehmen wir alles mit. Perfekt, jetzt haben wir schon zwei Ork-Schlechter, oder? Ork-Schlechter, Ork-Schlechter. Aber ihr seht das, wenn wir eine bereits benutzte Waffe aufheben, gilt sie als abgenutzt und hat einen niedrigeren Klingenschaden. Abgenutzt, seht ihr da. Okay, warte mal, bis er wieder aufsteht. Nichts zu holen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Gut, reden wir mal mit ihm. Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Oh, danke schön. Sogar noch eine Belohnung oben drauf. Ende. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Gehen wir hier mal rein. Okay, hier ist kein Bett mehr frei. Geh jetzt besser. Steh mal bitte auf. Ich will gerne hinlegen. Darf ich nicht? Okay. Ja, weil wenn man schläft, das ist das Letzte, was ich in diesem Video noch zeigen werde, Leute. Danach sehen wir uns dann erst beim nächsten Video wieder. Sprinten wir hier mal kurz lang. So, hier ist ein Bett frei. Ja, weil was besonders Mann, ist, was willst du? Betten sind immer noch wie in Gothic 2 und 1. Schläfen, wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Und ihr seht, unsere Gesundheit hat sich komplett regeneriert. So brauchen wir keine Tränke zu trinken und können jetzt mit voller Lebenskraft den nächsten Arena-Kampf machen. Aber das machen wir erst im nächsten Video, Leute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein. Spielstand überspeichern. Machen wir mal einen neuen. Da sage ich mal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann.